hat aber nicht zu sagen. So, Moment, gleich geht's los. Ich will halt vor Beginn des Spiels noch nicht großartig was sagen, weil hier kann ich eh nicht allzu viel zu erzählen, deswegen wir müssen es ja irgendwie auch gefüllt kriegen. Commentary. Und das soll dann ja auch wenigstens alles mit im VOD nachher sein. Man sieht schon die hohe Qualität. Vor allem das Titelbild. Irgendwie sieht das aus, als wenn sie da irgendwie irgendwas irgendwo ausgeschnitten haben, so einen großen Affen, und den einfach auf irgendeinen Hintergrund geklatscht haben. Und der Name Urban Yeti, ich glaube, der sagt auch schon viel aus. Wir spielen einen Yeti, der in der Stadt rumrennt, im Endeffekt. Storytechnisch kann ich jetzt schon mal sagen, keine Ahnung. Weil die Story hier in den Speedrun auch ganz schnell weggedrückt wird, und ehrlich gesagt habe ich mich auch nicht mehr großartig mit der Story befasst, weil ist ja im Speedrun eh unwichtig. Welches System? Das ist für ein Game Boy Advance. Da steht oben links auch drinne, da steht die Plattform, das Erscheinungsjahr und die Estimate. Also die Zeit, die der Runner sich gesetzt hat. Ich glaub, war das Planet der Affen? Ja? Ich weiß es nicht genau. Jetzt schon mein Lieblingsgame, oh ja. So. Na komm, ihr sollt den Timer mal starten. Wenn das Spiel startet, wird er das auch tun. Oh. Now get ready to Yeti, genau. So, Spiel startet. Ich habe mir als Speedrun-Note einfach aufgeschrieben, GTA Grand Theft Affe. Ich glaube, ihr seht warum. Mehr habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben zu dem Spiel. Im Endeffekt ist es eine Sammlung von Minispielen, wenn man so will. Also jedes Stage, jedes Level unterscheidet sich voneinander. Hier müssen wir zum Beispiel erstmal ein bisschen Text wegdrücken. Bla bla. Und im Endeffekt müssen wir hier auf das Dach gehen, uns Hühner schnappen und mit den Hühnern Leute bewerfen. Das ist das Ziel von diesem Level. So, erstmal aufs Dach kommen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, dann muss er erstmal ein bisschen durch die Gegend rennen. Ich habe auch keine Ahnung, warum er da überhaupt mit Hühnern rumwerfen muss. Das kann ich euch nicht verraten oder nicht sagen. Es ist halt einfach so. Bist ein Huhn? Du bist ein Huhn! Ach, ich habe das nicht mehr als TS-Sound hier. Leider. Das wäre jetzt eigentlich perfekt geeignet. Hätte ich mal vorher daran denken sollen. Ah, stimmt. Hier könnte tatsächlich The Yeti mit einer Spende kommen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die diesmal zusammenarbeiten mit GDQ. Ja, Name. Ja, okay. Hätte mich zwar gewundert, wenn ich, aber hat den Namen tatsächlich noch nicht gehört. Ah, nee, hier waren es gar keine Hühner, hier waren es Katzen. Entschuldigung. Das mit den Hühnern kommt erst später. So, jetzt hat er sich da gerade eine Katze geschnappt, hat die auf ein Auto geworfen. Man sieht halt leider auch nicht so wirklich, ob er da getroffen hat, weil das alles außerhalb des Bildes ist. Ah, shit, das hat man doch gehört. Sorry. Okay. Ah, mystische Stream. Was? Urban Yeti? A.K.A. jeder Mann mit Bartwuchs, der sich, ach, lange nicht mehr rasiert hat. Ah, so ungefähr. Jeder Hipster quasi. So, bisschen auf die Leute einschlagen. Warum auch immer. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das gemacht wird hier. Ich glaube, der soll hier einfach nur für ein bisschen Chaos sorgen. Oh wow, der Runner sagt doch gerade, das wäre eine gute Zeit für Donations. Das so früh im Spiel, nach etwas über 2 Minuten, sagt er. Ja, dann kannst du dir vorstellen, was bei dem Spiel abgeht. Richtig. Aber wie gesagt, also Notes dazu machen, nee, das hat sich nicht mehr wirklich gelohnt. Ja, deswegen, es sieht aus wie GTA, na gut, du hast jetzt GTA 2 geschrieben, also wie die ersten beiden GTAs noch für die PlayStation 1 damals. Hatte ja auch diese PC. Ja, stimmt, auf dem PC gab es ja auch. Deswegen hatte ich mir als Note wirklich GTA Grand Theft Affe aufgeschrieben. Einfach damit ich überhaupt irgendeine Note habe. Ey, das ist kein Affe, das ist ein Yeti. Ja, ich weiß, aber es sollte zu diesem GTA irgendwie passen. Deswegen. So, nächstes Level ist quasi ein komplett anderes Spielprinzip. Und zwar kommen von der rechten Seite da irgendwelche Leute an. Und die haben immer in der Sprechblase bestimmtes Essen. Und man muss dieses Essen auf der linken Seite holen und den dann zuwerfen. Wenn man das nicht rechtzeitig schafft, dann werden sie sauer und schlagen auf den Yeti ein. Oh Gott, things are getting a little hairy here, habe ich gerade gehört.
schöner, war ein schönes Wortspiel. So, der will eine Pizza haben beispielsweise. Kamanunjan, absolut korrekt. Okay, dieses Spiel existiert. Ja, ja. Okay, dieses Spiel existiert. Er sagt doch gerade, den Burger Guy wird er jetzt, ja, damit muss er jetzt leben, dass er von dem jetzt verprügelt wird. Und das Problem ist, man hat es gerade gesehen, die schlagen dann immer einmal auf den Yeti ein. Und das kostet nicht nur Energie, sondern, ja, das kostet halt auch Zeit. So, und da hat man eben an einer Stelle auch gesehen, wenn man denen das falsche Essen füttert, dann wären sie zwar auch sauer, rennen aber einfach zurück. Also ich glaube, wenn man dann im Weg stehen würde, würden sie halt auch auf den Yeti einschlagen. Aber so kann man das zumindest ein bisschen abwehren, weil sie halt immer auf geradem Wege dann quasi nach rechts wieder gehen. Man muss halt nur aufpassen, dass man dann nicht im Weg steht im Endeffekt. Und das ist das Spielprinzip von diesem Level. Die Pizza hat er da jetzt falsch geworfen. Was? Ja, das war aber keine Absicht. Er ist nämlich auf die richtige Bahn gelaufen. Ja. Oh, das Level ist vorbei. Ja, das war's mit dem Level. Komm, so, jetzt ist er wieder in der. Viele coole Minispiele oder nicht? Ja, ja, es kommen etliche von diesen Minispielen. Vor allem, es gibt einen richtig guten Wortwitz in einem der Spiele. Den muss ich nachher unbedingt bringen, aber das ist ziemlich am Ende. Also, es ist. Ich glaube, das war sogar das letzte Minispiel. Am Ende sind wir sowieso schon weniger, also von daher. Ja, gut. Körperlich und geistig, ich weiß. Da spiele ich doch lieber Digimon World mit einer Augenbinde und gefesselten Armen, genau. Wie gesagt, also storytechnisch habe ich überhaupt keine Ahnung, auch wie das mit den Minispielen da alles zusammenhängt. Ich weiß halt nur, dass, was so nach GTA aussieht, nach den alten GTAs, das ist quasi sowas wie die Hub World. Und von dort aus geht man dann in die einzelnen Minispiele rein. Oh, jetzt wurde er vom Auto angefahren. Das war so natürlich nicht geplant. Moin, Dexter for Win. Und schön, dass du uns einen angenehmen guten Morgen wünschst, aber hast du dir das Spiel mal angesehen? Generell die Spiele, die gerade laufen. Naja, er ist gerade. Person ist gerade aufgestanden, also gehe ich mal davon aus, sie hat von vorher noch nichts verpasst. Ja, gut. Du hast das Beste schon verpasst. Oh ja. Trashbox, ja. Ganz genau, LP. Warte, Lapdance Donkey Kong, so wollte ich dich doch irgendwie mal nennen. Ich hoffe, das fasst du nicht irgendwie als Beleidigung auf oder so. GTA für Tierliebhaber, naja, eher für Tierquäler, würde ich sagen. Aber prinzipiell ja. Asset. Prinzipiell ja. Ja, aber wenn man Yeti spielt, ist man doch das Tier dann. Was? Beziehungsweise, wenn man Yeti spielt, ist man doch in Anführungsstrichen doch das Tier. Ja, an sich schon, stimmt. Aber trotzdem ist das Spiel einfach Quälerei. Okay, what the fuck? Ja, er sagt gerade, this has never happened. Ich weiß tatsächlich nicht, was da gerade passiert ist. Es sieht nach einem Softlock aus. Das Spiel hat sich. Please rip this game, please! Also das Spiel an sich läuft noch. Man sieht es oben links an der Zeit, man hat es an dem Auto eben gesehen, unten rechts blinkt ja auch noch was. Das sieht nach einem Softlock aus. Ja. Hm. Was macht er mit seinem Handy? Der startet dich das Spiel neu. Wir machen die Scheiße jetzt nicht wieder von Anfang an, oder? Ich hoffe, es gab einen Speicherpunkt irgendwo. Now. Warum zum Teufel gibt es für sowas Speedruns? Weil man es kann. Es ist tatsächlich Tradition bei den, also gerade beim LGDQ, dass man so einen Trash-Block mit reinbringt. Einfach weil das teilweise lustig ist. Stimmt, es gab Passwörter, immerhin. Hatte ich irgendwie am Rande noch mitbekommen, aber. Daybreak war das Passwort übrigens. Ja, das hatte ich am Rande mitbekommen, dass es Passwörter gibt, aber normalerweise braucht man die in dem Speedrun natürlich nicht. Bin jetzt nur nicht sicher, was er alles neu machen muss. Das weiß ich jetzt nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Softlock gewesen. Man hat es ja am Runner selber gehört. Mit dem hat er jetzt selbst auch nicht gerechnet. Den kannte er selber noch nicht. Okay. Lest gerade im Regen nach. Auch wenn dies ein Weltrekord sein sollte, jetzt ist es keiner, denn in Regeln steht Passwort are not allowed. Ach so, ja. Ja gut, hätte ich mir auch denken können schon. Ja.
Wäre natürlich schade, wenn er jetzt tatsächlich eine Weltrekordzeit aufstellen würde. Aber gut, er hat jetzt auch einiges an Zeit verloren dadurch, durch den Softblock. Also ist es eh unwahrscheinlich, dass das ein neuer Weltrekord oder eine neue PB wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob, also jetzt aus dem Kopf zumindest, ob er der Weltrekordhalter war. Ja, ja, ist er mit 21,32. Genau. Und es gibt noch sogar einen zweiten Runner für das Game. Das heißt, da herrscht noch ein Konkurrenzkampf. Ja, wenn man es so nennen möchte. Das sind nur 6,5 Minuten Unterschied. Es kommt auch immer drauf an, wie man Konkurrenzkampf definiert. Richtig. Und wenn du mal überlegst, bei unter 30 Minuten, ein Unterschied von 6 Minuten, das ist keine wirkliche Konkurrenz. Also da liegen dann schon Welten dazwischen. Und das ist tatsächlich ein Spiel, in dem es jetzt nicht so super viel RNG gibt. Ich meine, der Verkehr ist halt ein bisschen RNG-lastig, aber nicht so, dass man da Minuten dran verlieren kann an schlechtem RNG. Retro Games on Twitch, die Frage ist ziemlich schnell beantwortet. Sehr viele Leute antworten auf die Frage nämlich einfach mit FreeWare. Wir können eigentlich sicher sein, dass immer die Weltrekordhalter des Spiels spielen bei den Trashbox, dass es meistens so ein bis drei Runner gibt. Also die Chance ist ziemlich hoch, ja. Oh, nicht noch ein Softblock, oder? Nee, doch nicht. Okay, gut. Nee, das ist kein Softblock. Okay, ich dachte gerade, dass er da doch hängen geblieben ist. Obwohl, jetzt sieht es ja bitter aus. Ah. Was? Achso, was heißt RNG? RNG heißt, oder ist die Abkürzung für Random Number Generator. Bei einem PC-Programm, und Spiele sind ja auch Programme in dem Sinne, übrigens nächstes Minispiel, ich rede da gleich weiter, ich erkläre es gleich weiter. Das ist einfach ein Eishockey-Spiel. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, nicht wirklich Eishockey, das ist halt dieses, wie nennt man das? Dieses, diese Tische da mit den Discs, wo man einen so einen Schläger in der Hand hat und dann die Disc in das gegnerische Tor reinbringen muss. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Das ist Eishockey, oder? War das Eishockey? Okay, aber nach dem Prinzip läuft das Ganze hier ab. So. Was RNG angeht, also Programme und Spiele als Programme, die können ja keinen wirklichen Zufallsfaktor haben. Also du kannst ja nicht sagen, wähl mal zufällig das und das aus. Die nutzen da bestimmte Mechaniken, dass zum Beispiel im Hintergrund, ohne dass der Spieler das sieht, irgendein Timer läuft von, sagen wir mal, 1 bis 100. Und wenn man zum Beispiel in einem RPG einen Kampf beendet, während der Timer bei, sagen wir, einfach 25 bis 50 ist, dann kriegt man das und das Item. Also technisch gesehen ist es dann gar kein Zufall, aber in der Praxis ist es das doch, weil man nicht die ganze Zeit da im Hintergrund das mitzählen kann. Und daher kommt der Name Random Number Generator. Es gibt auch noch andere Varianten, die dann abhängig davon sind, wie viele Schritte man zum Beispiel gegangen ist. Im Endeffekt bedeutet Random Number Generator einfach, im Hintergrund läuft ein Timer von 1 bis 100 oder von 0 und 1. Mhm. Und jedes Mal, wenn irgendein Ereignis stattfindet, geht das Ding halt hin und läuft. Also wenn du dich jetzt hin und her bewegst, dann läuft das. Und wenn jetzt die 0 einsetzt, passiert A. Und wenn die 1 einsetzt, passiert B. Das ist im Endeffekt RNG. Das heißt, es ist vollkommen zufällig, was genau in welchem Moment passiert. Genau. Aber es gibt halt teilweise Möglichkeiten. Oh Gott, so Entschuldigung. Es gibt halt teilweise Möglichkeiten, das RNG zu manipulieren, indem man gerade bei solchen Schrittdingern, also Step-Counter-RNG, indem man da halt die Schritte einfach mitzählt. Wenn dich Spiele interessieren, wo es um RNG-Manip geht, da kannst du dir da Pokémon angucken, wenn dich das interessiert. Mhm. Und zum anderen auch Oracle of Ages heißt, oder? Zelda. Ja, Oracle of Ages oder Oracle of Seasons. Oder Oracle of Seasons. Season. Weil bei diesen Spielen wird die RNG manipuliert. Und da wird auch bei den Commentaries, die von den Runnern gemacht wurden, hier auf unserem Kanal, wird auch genau erklärt, wie die RNG da manipuliert wird. Weil die RNG wird auch. Beispiel. Bei dem Zelda-Spielen ist es so, da wird die RNG alleine dadurch manipuliert, dass du das Schwert schwingst. Und je nach Tonart des Schwertes hast du jetzt einen gewissen Encounter an einer bestimmten Stelle. Ist halt echt so. Und das ist ultra krass.
Ein gutes Beispiel ist auch das allererste Zelda. Da war es doch so, unter bestimmten Bedingungen ist das 10. Item, das die Gegner fallen lassen, immer eine Bombe gewesen. Ja, das kann man halt auch kontrollieren, wenn man weiß, wie es geht. Das ist, ach, wie war denn das jetzt nochmal schnell? Nee, es ist einfach generell, jeder 10. Gegner, den du tötest, ist eine Bombe, oder nicht? Ah, okay, dann war es nicht abhängig von irgendwas Bestimmtem. Wenn Tiger jetzt hier wäre, der könnte das genau sagen. Ja, der kennt sich da richtig gut aus. Weil ich meine, so, jeder... Entschuldigung, erklär mal. Ganz kurz so, wir sind wieder in der Hub-World und gehen jetzt in Richtung von nächsten Minispiel. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Aber ich hab noch im Kopf, dass wirklich jeder 10. Gegner, den du tötest, immer eine Bombe das gibt. Kann durchaus sein. Also wie gesagt, ich weiß es halt selber nicht mehr genau, ob es da eine bestimmte Bedingung gab, unter der dann jeder 10. das droppt, oder ob das generell so ist. Ach, ohne Schaden zu nehmen. Genau so war das. Danke, Nagakuka. Ah, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Vergiss es. Ich hatte da noch irgendwas im Kopf. Aber das ist bei mir, weil ich merke mir sowas nicht so gut. Und das ist halt auch ein sehr gutes Beispiel für RNG, weil als normaler Spieler, wenn man das nicht weiß, kriegt man es gar nicht mit, dass halt wirklich jeder 10. Gegner dann eine Bombe droppt. Aber weil es halt, weil man gar nicht darauf achtet. Aber wenn man es weiß, kann man es halt ausnutzen. Ah, stimmt, Nagakuga, aber das wäre dann schon wieder gar kein RNG, das wäre dann ja schon wieder bis was anderes. So, ich weiß nicht genau, ob das irgendwie eine Leistung gewesen ist. Sie haben jetzt gerade applaudiert, aber ich habe es in dem Run, den ich gesehen habe, nicht mitbekommen, dass er sich irgendwie gefreut hat, als er in das Ding da in den Zug oder was immer das sein soll reingekommen ist. Na, ich weiß es halt nicht. Aber irgendwie hat mich da eben kurz applaudiert. Deswegen war ich gerade selber ein bisschen verwirrt. Übrigens, das sieht auch toll aus, wie der Zug da immer verschwindet unter den Dingern, unter den Brücken oder unter den Straßen, aber teilweise dann trotzdem noch zu sehen ist. Spricht für eine hohe Qualität. So coming up here we have a minigame. I apologize to headphone users, by the way. This is die applaudieren, um mich einzuschlafen. Das kann natürlich auch sein. So, nächstes Minispiel. Das die Tube. Ich glaube, das Prinzip sollte ziemlich schnell eindeutig sein. Man muss halt den Affen da durch diese Tore durchsteuern. Oh, jetzt hat er eins verpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele man verpassen darf. Beides verpasst. Ja, okay, du bist ein ganz kleines bisschen vor mir. Das ist verpasst. Also, ja, da kommt er auch nicht mehr rein. Stimmt. Der verpasst gerade einen Arsch voll. Und ich sehe einen Fehler beim Yeti. Der läuft die ganze Zeit nackt rum und jetzt hat er eine Badehose an. Oder ist das das Wasser? Siehst du einen Fehler? Ja gut. Doch, hast du eine Brille oder so? Ich sehe auch einen nur Brille. Einen Fehler, einen ganz großen. Ja, dann brauchst du eine neue. Selber. Ach Quatsch. Okay. Er ist ersoffen. Oder damit der Runner nicht einschläft. Das kann natürlich auch sein, genau. Ich finde, heute haben wir bisher schon zwei Perlen gefunden. Mega Man DOS und jetzt Urban Yeti. Ach, du bist auch so eine Perle, wenn du morgens aufstehst. Danke. Bitte. Ah, Nagakuga? Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich gucke ja auch nicht jeden Run, der hier gezeigt wird. Aber kann gut sein, weil Subzu kann sowas ja auch mal wunderbar erklären. Ja, also dann guckt euch notfalls mal den Dragon Quest Run aus dem letzten Jahr an. Ich habe Schluck auf gerade, Entschuldigung. Da hat Subzu das scheinbar wirklich gut erklärt. Ja, wie gesagt, Bamboo hat das damals bei Oracle auch sehr gut erklärt. Ich weiß nicht, bei welchem Event er das hier kommentiert hat. Aber da hat er es auch super gut erklärt, wie da genau die RNG-Manne funktioniert in dem Spiel. Okay. Ja gut, Bamboo, der kennt sich da ja auch richtig gut aus. Er ist ja auch ein sehr erfahrener Speedrunner. Vor allem RPG-Speedrunner und gerade in RPGs ist die RNG-Manipulation ja immer sehr wichtig. So, jetzt hat er da ein Leben. Ah, okay, ich kapiere jetzt auch das Prinzip. Wie gesagt, in seinem PB-Run hat man das jetzt nicht so gut gesehen, weil er da ja deutlich besser durchgekommen ist. Aber immer wenn er irgendwas verpasst oder wenn er von irgendwas getroffen wird, geht einer dieser, oder leert sich einer dieser Kreise da an der Seite, in der Ecke oben links. Und sobald ein Kreis komplett leer ist, ist ein Leben verloren. Er hat quasi 5 Leben und
muss halt mit diesen 5 Leben da irgendwie durchkommen. Was zum Geier ist das Ziel von dem Minigame? Einfach durchkommen. Einfach bis zum Ende durchkommen. Oh, so, wir haben es geschafft. Ich bewundere die Spieler von solchen Spielen. Die sehen in den Games, was ich niemals erkennen kann. Nee, die sehen in den Games auch Trash. Glaub mir. Deswegen fällt es uns jetzt auch nicht schwer, uns darüber so ein bisschen lustig zu machen, weil die machen es ja selber. Die wissen ja selber ganz genau, das sind Trash-Games. Verarschen die Spiele selber. Also, genau. Die nehmen den Run selbst auch nicht für jetzt, ich sag mal, so extrem voll. Richtig. Es gab da tatsächlich mal, ich glaube letztes Jahr war das, da hatte sich tatsächlich mal jemand wirklich extrem darüber aufgeregt, dass wir uns so lustig machen über die Spiele. Das ist in dem Moment tatsächlich nicht böse gemeint. Ja, aber wie gesagt, wir haben halt Bei mir hatte sich da auch mal irgendwann aufgeregt, dass ich mich über ein Spiel so lustig gemacht habe, ein bisschen aufgeregt habe. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, Junge, wenn du meinst, der Runner würde das anders, denn er geht Mainstream gucken. Richtig. Weil ich hab mir ja den Speedrun angehört zur Vorbereitung und der hat da auch das Game verarscht ohne Ende und was weiß ich nicht alles. Das ist eben. Achso, ja, das könnte man vielleicht auch erwähnen, weil der Runner es auch gerade gesagt hat. Um in dem Spiel Sachen aufzuheben, muss man keine Taste drücken oder so, man muss einfach nur reinrennen. Was natürlich auch schnell mal dazu führen kann, dass man irgendwas aufhebt, was man eigentlich gar nicht haben wollte in dem Moment. Sag mir bitte, er bleibt im Estimate. Ich glaube schon, er hat ja... er hat das ja relativ großzügig angesetzt. Er hat zwar jetzt einiges an Zeit verloren, allein durch den Softlock vorhin, aber ich denke mal, im Estimate sollte er bleiben. Ja, fast 7,5 Minuten, also 7 Minuten, 28 Sekunden Spielraum hat er. Ich vermute mal, dass er so ungefähr bei 25 Minuten sein wird, vielleicht noch ein bisschen mehr, 26, ich sag einfach mal 27 Minuten. Ja, und genau hier sind jetzt die Hühner. Deswegen hatte ich ja vorhin Hühner erwähnt, ganz am Anfang. Obwohl es eigentlich Katzen gewesen sind, dann hatte ich das mit der Stelle hier verwechselt. Aber Hühner werden wir im letzten Minispiel auf alle Fälle auch nochmal sehen. Und zwar auf eine lustige Art und Weise. Achso, übrigens, diese Boomboxen da, also diese Radiodinger, das ist übrigens Energie. Warum auch immer die jetzt hier so aussehen, aber naja. Gerade nur vollkommen verwirrt von dem Game, ehrlich gesagt. Ja. Vor allem, das hat ja auch keine allzu gute FPS-Zahl. Das ruckelt ja auch so ein bisschen. Das verwirrt. Ey, das hat eine bessere FPS-Zahl als das andere Spiel. Ja gut, es geht ja auch nicht schlechter, davon mal abgesehen. Wie macht das Huhn? Miau, genau. Oh Mann. Aber wir nähern uns. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das nächste Minispiel war auch schon das letzte. Also sobald ich es sehe, kann ich genau sagen, das ist das letzte. Hab nur gerade nicht im Kopf, ob ich da vielleicht doch noch irgendeins jetzt vergessen habe. Wie macht das Huhn Miau? Ja, das hatte ich eben schon mal vorgelesen gerade. Ah. Ich habe gerade was gelesen in dem Bio. Ach so, das ist ja nicht schlimm. Ah, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Ich weiß, was du meinst, Masseria. Weiß, was du meinst, weil es halt so extrem ruckelt. Und vor allem dieses, es haben tatsächlich einige Spiele, dass wenn man die Richtung wechselt, dass dann der ganze Bildschirm sich so ein bisschen verschiebt. Und das kann halt sehr nervig sein, wenn man sehr oft die Richtung wechselt. Und in so einem Spiel macht man das ja logischerweise. Da wird auch gerade gefragt im Mainstream, how long is this game? Ich glaube, die haben auch schon die Schnauze voll davon. Dancing Yippie. Genau. So wie es aussieht, haben die da aber noch genug Spaß, so wie die lachen. Ja, ja, klar. Das ist auf jeden Fall. Ja, das müsste schon das letzte Spiel sein. Ich lese da schon Chicken Rain. Oh Gott, Chicken Rancher, so, nicht Ranger. Ja, das ist das letzte Spiel. So, das Ziel in dem
in dem Minispiel ist, die weißen Dinger, also die Hühner, in das Ding da hinten reinzuwerfen. Man sieht auch, wie schnell die zu Futter verarbeitet werden. Wichtig ist, dass man die braunen Hühner da nicht reinwerfen darf, also die Hähne. Und da kommt jetzt auch der gute Spruch, den er in seiner PB auch gebracht hat, oder in seinem Weltrekord. I got literally cockblocked. Mhm. Ich fand, was machst du hier? Ich war gerade verwirrt, irgendjemand hatte mir gesagt, der Run ist zu Ende und bin runtergekommen. Okay, hi. Nope, ist er nicht. Noch nicht, aber er ist kurz vorm Ende. Wie gesagt, er muss das Minispiel noch machen. Ich glaube, danach muss er auch noch mal kurz in die Hubworld. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher. Und dann war es das aber auch. Macht ihr einfach so weiter. Ich melde mich dann. Ehrlich? Übrigens oben links die 13, das ist übrigens die Anzahl der Hühner, die er noch reinwerfen muss. Also 12 oder 11 jetzt, genau, das dauert immer ein kleines bisschen. 10. 9. Gott, wir feiern hier gleich Silvester. 8. So, das nächste 6. Ding ist drin. Ja, du bist auch ein bisschen vor mir, fällt mir gerade auf. Ja, aber bei mir ist es ein bisschen, dass das Stream andauern mal wieder stoppt, dann muss ein neues Refreshen und so, das ist alles super optimal. Genau. Kann einer mal Peter anrufen? Ich habe tatsächlich immer noch... danke für den Raid! Danke! Oh, danke schön. Und hallo an die Chetski Raid-Gruppe. Ah, das letzte Huhn hat er nicht gebraucht. Es tut uns leid, dass ihr gerade zu dem Spiel hier reinkommt. Na gut, beziehungsweise ist zu dem Block. Genau, es ist ja der gesamte... Nein, so, und da jetzt ist wirklich vorbei. Okay, wir haben es geschafft. was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Das Spiel ist vorbei. Ja gut, das auch. Mach's weg! Nein! Es wird ja nicht besser, glaube ich. Ich meine, gut, die... Na doch, Gordo 106 kenne ich ja noch. Das hatte ich ja zusammen mit Ziff schon mal kommentiert. Also, Ziff hat es halt kommentiert. Ach, der ja doch noch weiter. Ja, das ist aber jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall Time, es kann nicht mehr viel kommen. Denk positiv. Oh, Moment, ich weiß jetzt aber tatsächlich auch nicht, was er noch zeigt. Er soll jetzt nicht mit irgendeinem Scheiß anfangen, sonst bringe ich ihn nice nicht um. Nice Beaver. Weiß ganz genau, was du meinst. Okay. Achso, okay, er sagt gerade, das war Urban.